Also Ruhlsdorf bleibt irgendwo Ruhlsdorf. Wir kennen Straßeneinweihungen ja auch aus dem Stadtgebiet. Da kommen weitaus weniger Besucher. In Ruhlsdorf ist alles anders. In Ruhlsdorf gibt es ein Verbundenheitsgefühl. Und insofern freue ich mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind, heute hier zu dieser kleinen, aber feinen Einweihung dieser neuen Straßen hier im Ortsteil Ruhlsdorf. Ich freue mich, wie gesagt, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Und freue mich natürlich auch, dass unsere Wegbegleiter hier mit vor Ort sind, die ganz einfach dafür Sorge getragen haben, dass die Straße letztlich heute hier überhaupt eröffnet werden kann. Freue mich also über die Vertreter des Planungsbüros Bauer Consult, die bauausführenden Firmen Günter Papenburg und Firma Unger, meine Stellvertreterin und Verantwortliche für den Baubereich Frau Rietz, Herr Müller als Fachbereichsleiter für den Tiefbau und die Frau vor Ort, Frau Hollertz, die es vor Ort nicht immer leicht hat, das muss man an der Stelle auch mal sagen, aber nichtsdestotrotz trotzdem ein sehr gutes Werk hier abliefern konnte. Ich habe mich gerade noch mal sachkundig gemacht und das ist ja immer so das ganz Besondere an der Stelle. 2009 begann also die Planung und wenn man dann schaut, wir sind jetzt bei 2012, ja, gut Ding will Weile haben, könnte man sagen. Und wir sind natürlich immer froh und dankbar, wenn wir dann an der Stelle auch wirklich wieder ein Quartier so weit fertiggestellt haben, dass dieses für uns immer als ewiges Thema bezeichnete Siedlungsstraßenausbau, dass dieses Thema dann einfach auch mal irgendwann der Vergangenheit angehört. Denn wir haben da einen unheimlichen Rückstau gehabt und es war uns eben wichtig, das auch wirklich zu einem ganz, ganz wichtigen Thema zu erklären innerhalb der Stadt und hier letztlich auch in Ruhlsdorf. Und ich habe vergessen zu begrüßen Herrn Hartung, auch als Vertreter des Ortsbeirates heute. Herr Lengrich lässt sich entschuldigen. Also er kann alle Sachen miteinander verbinden, das Catering und den Ortsbeirat. Gebaut wurde von Oktober 2011 bis Mai 2012. Ursprünglich war Juli 2012 angesetzt. Das Geheimnis, wie es so schnell funktionierte, werden wir bestimmt noch erklärt bekommen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das heute schon hier letztlich auch einweihen können, diesen Straßenzug. Achtung! Okay. Sehr schön. Herzlichen Dank. Danke. Also, alles Gute mit der neuen Straße. Dankeschön. Es rollt sich ja besser, nicht? Ich hätte nie gedacht, dass ich hier noch erlebe. Genau. Hier wird. Okay. Und dann fehlt ja noch ein Straßenschild vorne an der Zahnerstraße, wo drin geht. Zum Waldweg. Ja. Also die Straßenschild da. Wäre ja angebracht, dass da ein Schild oben kommt. Wenn man von Telto kommt, biegt man ein, ohne dass ein Straßenschild da steht. Okay. Jetzt ist so. Ich guck's mir nochmal an. Kleinigkeiten, weil ja. Ich nur anmerken wollte. Ist ja schön, dass wir vor Ort sind. Sollte keine große Kritik sein. Kritik muss sein, das ist schon okay.